ganz krasse News. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich eventuell überlege, nach Thailand zur Weltmeisterschaft zu fliegen. Und ich habe jetzt einfach den Flug gebucht und ich habe das Hotel gebucht. Und in einer Woche geht es schon los nach Bangkok. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin unfassbar glücklich. Gleichzeitig bin ich auch total gestresst, weil ich noch so viel organisieren muss und ich realisiere das alles auch noch gar nicht. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen in der Vorbereitung mit. Heute trainiere ich zum Beispiel Beine und bekomme auch neue Nägel gemacht und erzähle euch einfach noch so ein bisschen über die Weltmeisterschaft. Also viel Spaß! Im Auto, wir sind mal wieder 100 Grad hier aktuell. Leute, was mich am allermeisten stresst momentan, ist mein Reisepass. Der ist nämlich keine 6 Monate mehr gültig und ich habe den am 10.06. beantragt und am 10.07. fliege ich. Und die Bearbeitungszeit liegt bei 1 Monat. Das heißt, ihr könnt rechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er fertig wird. Und ich muss mit denen jetzt mal sprechen, ja, ob ich so einen vorläufigen Reisepass oder sowas bekommen kann. Also, oh, das macht mich echt ein bisschen verrückt momentan. Also, ich war jetzt gerade schon mal im Bürgerbüro und folgende Situation. Ich bin ein bisschen beruhigt, weil man bekommt ja immer nur einen Termin irgendwie für in einem Monat oder so. Und ich habe denen halt meine Situation erzählt, auch mit den Wettkämpfen und so, haben die gefragt, fand ich ganz witzig. Und dann meinten die, ja, wenn der Reisepass wirklich nicht rechtzeitig fertig wird, dann kann ich so einen vorläufigen Reisepass beantragen. Und da soll ich dann einfach kurz vor der Reise hinkommen und da bin ich schon mal sehr, sehr erleichtert jetzt. Jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich mir noch neue Ohrringe kaufen soll für den Wettkampf. Also die kommen in Frage. Die hier oder die? Ich finde es schwierig, mich zu entscheiden. Helft mir. Also ich habe gesagt, Farbe gerne wie der Bikini. Und ich finde, das haben die sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt gleich geht's für mich hier zum Training und Körpermessung. Steht heute auch an. So, gerade Körpermessung gemacht, muss ich jetzt mal meiner Trainerin schicken. Die wertet die dann aus. Also grundsätzlich ist mein Körperfett ein bisschen hochgegangen. Aber wir haben tatsächlich auch gesagt, dass ich jetzt erstmal wieder mehr esse. Leute, ich esse 2200 Kalorien. Das ist richtig viel für mich. Ich war ja kurz vorm Wettkampf bei 1600. Und wir wollen halt einfach nicht, dass ich zu dünn werde. Und meine Trainerin meinte, es ist gut, wenn ich so bei 58 Kilo jetzt bleibe. Und ich wiege jetzt gerade 58,2. Also alles gut. Und jetzt versuche ich euch mal ein bisschen was von meinem Leg Day mitzufilmen. Jedes Training von mir fängt ja immer mit einer Bauchübung an. Und hier haben wir jetzt einmal die Russian Twist, die ich mit 3x maximal vielen Wiederholungen mache. Anschließend geht es weiter mit Sumo Squats. Hier habe ich einen besonders breiten Stand gewählt und versuche mich beim Hochdrücken wirklich auch darauf zu konzentrieren, den Po zu spüren, und den spanne ich ganz oben auch immer wieder an. Als nächstes haben wir den Beinbeuger, auch wieder schön die Oberschenkelrückseite spüren dabei. Ich habe den übrigens danach auch noch im Sitzen gemacht, das hatte ich aber nicht gefilmt, aber ansonsten habe ich fast alle Übungen mitgefilmt. Der Weitstrecker ist immer so ein Kampf. Also das Brennen ist irgendwie geil, aber irgendwie auch richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr nachempfinden könnt, was ich damit meine. Anschließend habe ich jetzt auch hier diese Hackenschmidt-Maschine im Plan, so heißt die bei uns. Ist für mich noch ein bisschen ungewöhnt von der Ausführung, aber allgemein habe ich von dem Beintraining immer mega Muskelkater. Das hatte sich jetzt nämlich noch mal ein bisschen geändert zu meinem letzten Beintrainingsplan. Ja, da muss ich dann mal noch rauskrabbeln aus der Maschine. Zum Schluss mache ich im Supersatz dann noch kleine Ausfallschritte, die auch auf den Po gehen sollen, und das Ganze im Wechsel mit Squatsprüngen. Und ich sag euch, dabei gehe ich immer komplett kaputt. Also ich finde so Sachen mit Springen einfach immer mega anstrengend, aber das machen wir dann auch nochmal zum Brennen, zum Schluss hinterher. Ich hab's geschafft. Ich habe wirklich gekämpft bei dem letzten. Also die Squatsprünge, die sind immer so ultra hart.
Und ich frage mich so, in Thailand ist ja gerade Regenzeit. Das heißt, wir haben 35 Grad und so richtig tropisches Wetter. Boah, das wird so crazy, da zu trainieren. Aber ich freue mich schon mega, vor allem mit der Tiffany gemeinsam trainieren zu gehen. Sie ist ja Figurathletin. Also ich fliege mit einer anderen Athletin zusammen. Ich blende euch mal ein Foto von ihr ein. Und ich glaube, wir werden so Spaß haben in Thailand. Und jetzt geht's für mich noch, ich denke gerade dran, weil ich den Shake trinke, ein Paket abholen. Das wurde bei irgendeiner Packstation abgegeben. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das bekomme. Hauptsache in der Zeit, wo ich trainieren war, ist gefühlt die Welt untergegangen. Es ist übelst kalt auf einmal geworden und ja, dunkel irgendwie. Und ich habe die Parkstation gefunden. Oh Gott, das wird ja jetzt lustig, ne? Ich und solche Dinger. Ich habe jetzt hier meinen Zettel und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie das funktioniert. Einfach ist einfach aufgesprungen, wie cool. Ich habe es geschafft, also ich konnte meine Sendungsnummer so einscannen und ich krieg's gerade nicht raus mit euch zusammen. Ich lieb's, Pakete zu bekommen und aufzumachen. Oh, richtig gut, dass das Paket noch angekommen ist, bevor ich nach Thailand fliege, weil ich glaube ich auch ein paar Sachen davon mitnehme. Also natürlich nicht im Handgepäck, aber im Koffer. Sollte das eigentlich kein Problem sein? Wenn doch, dann schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr da was wisst wegen Essen, Lebensmittel einführen oder so. Das wird nämlich auch noch so eine Challenge. Ich liebe mich da übrigens dann komplett mit. Also wie die Supermärkte da auch so sind. Und wir sind ja auch in der Peak Week dann da. Der Tiffany war halt wichtig, dass sie die Peak Week noch vorher da verbringen kann, weil sie meinte, sie hat extrem Probleme mit Wassereinlagerungen. Und erstens mal halt der Flug ist halt schon so ein Punkt. Dann das andere Klima. Und das Jetlag, dass wir halt wirklich noch ein bisschen Zeit haben, um uns daran zu gewöhnen und dann halt auch noch ganz, ja, in Ruhe uns einleben können und so. Und wir haben übrigens auch ein Hotelzimmer mit Küche, also weil wir uns dann halt auch selber Essen kochen können. Da muss man in Thailand natürlich auch vorsichtig sein. Ich habe schon gehört, am besten kein Fisch und am besten auch keine Eiswürfel oder so in den Getränken, weil man mit dem Leitungswasser da extrem aufpassen muss. Aber deswegen machen wir mal weiter mit Lebensmitteln. Ich habe hier einmal Nuss-Nougat und Vanille-Ice-Cream ist ja sowieso immer der Favorite. Ich glaube, das nehme ich auch mit, weil das halt wirklich immer, immer geht. Und man wird es halt nicht leid. Was auch ganz, ganz wichtig ist. Ach, da habe ich auch zwei von bestellt. Sind EAAs, also die Aminosäuren, die ich immer während dem Training trinke. Beziehungsweise jeden Tag nehme ich 15 Gramm davon zu mir. Und schon nach dem Wettkampf, das lasse ich aber zu Hause, habe ich mir meinen Lieblings-Protein-Tassenkuchen bestellt. Der ist so geil und der hat so, so gute Werte. Und ich muss an dieser Stelle auch einfach nochmal mich bei LSP bedanken, weil LSP mich auch für meinen Wettkampf nach Thailand unterstützt hat. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, aber der Flug hat 1500 Euro gekostet. Das Hotel dann auch nochmal 600. Dann kommen noch Startgebühren für die Meisterschaft hinzu, sowie Tanning, Make-up. Und ihr könnt euch vorstellen, was das alles kostet. Und wenn ich diese ganzen Kosten alleine tragen müsste, hätte ich das gar nicht bezahlen können. Und ja, ihr supportet mich dadurch, dass ihr bei LSP mit meinem Code LIA15 bestellt. Und ich nehme die Produkte wirklich die ganze Wettkampfvorbereitung, die ich euch hier auch zeige. Und ich finde sie wirklich super, sonst würde ich euch das nicht empfehlen. Deswegen hier an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle Menschen, die es mir möglich machen, dahin zu fliegen. Das ist für mich wirklich wie ein riesiger Traum, der in Erfüllung geht. Also es ist mir so eine große Ehre, Deutschland vertreten zu dürfen auf der Weltmeisterschaft. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich sehe das einfach als eine Chance, die man vielleicht nur einmal im Leben bekommt. Und ich habe wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass ich diese Chance teilnehmen kann. Weil ich finde auch, das sind diese Dinge im Leben, die vergisst man halt einfach nicht. Klar muss man jetzt irgendwo Geld investieren, aber in 5 Jahren denke ich noch an diesen Wettkampf zurück und dann denke ich mir so, hä, scheiß auf 500 Euro mehr oder weniger, die ich ausgegeben habe.
Das sind Erfahrungen, die man sein ganzes Leben nicht vergisst. Und mich interessiert Bangkok an sich auch total, weil es halt eine ganz andere Kultur auch nochmal ist, ein ganz anderes Leben. Und ich werde da auf jeden Fall auch meine Reise dokumentieren und wir werden uns da auch einige Tempel anschauen. Mein Wunsch ist es auch, ans Meer zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen in der Zeit. Wir sind 10 Tage da, also vom 10. bis zum 20. Und ich freue mich einfach unglaublich. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Chance habe, da teilzunehmen. Und jetzt packe ich das mal kurz weg und dann zeige ich euch gleich noch mein Abendessen. Ihr seht gerade hier meine typische Abendroutine. Essen und dabei ein YouTube-Video von der Jule Schwebe schauen, die auch gerade ihre Wettkampfsaison hat. Und das ist für mich halt auch voll cool, das so zu verfolgen, während ich selber meine Wettkämpfe habe. Und mein Essen sind übrigens 250 Gramm Seelachs, 200 Gramm Tomaten, 100 Gramm Fenchel, 10 Gramm Olivenöl und 6 Maiswaffeln. Ha, ich kann es auswendig. Also ich habe mich mittlerweile an den Seelachs gewöhnt. Ich esse den ja jetzt schon seit, keine Ahnung, 4 Monaten oder... Ach Gott, ich weiß es nicht mehr, aber ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn es bald abends keinen Seelachs mehr gibt. Und der Wettkampf in Thailand ist definitiv mein letzter Wettkampf. Also danach gehe ich auf jeden Fall in den Aufbau. Und jetzt beende ich hier an dieser Stelle das Video. Es freut mich sehr, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Vor allem, wenn ihr meine Reise nach Thailand mit anschaut. Und sage bis bald, eure Lia. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no.